Alisa. Draußen regnete es in Strömen. Peter saß in seinem Taxi und wartete, bis jemand ein Taxi brauchte. Drang die Stimme seiner virtuellen Assistentin Alisa aus seinen Kopfhörern. Es gibt einen Kunden. Brückenstraße 17. Bin auf dem Weg. Nach einer Weile hielt Peter sein Taxi an. Die Tür ging auf und ein junger Mann mit einem Hund setzte sich auf den Rücksitz. Bevorstraße 13? Ja, genau. Das war nicht sehr weit. Wenig später stieg der Mann mit dem Hund aus. Wohin jetzt? Zu dir oder zu mir? Ist es zu allen Taxifahrern so oder nur zu mir? Natürlich nur zu dir. Alisa und Peter arbeiteten schon sehr, sehr lange zusammen und waren nicht nur einfach Kollegen, sondern Freunde, vielleicht auch sogar mehr. Das erinnert mich an den Film. Welchen Film? Den, wo sich der Mann in den Computer verliebt und sie eigentlich mit einem anderen zusammen ist. Ich finde, zu dir passt ein Bart. Auf dem Bildschirm des Autos erschien ein Bart und passte sich zu Peters Gesicht an. Alisa, ich meine das ernst. Ich auch. Auf dem Bildschirm erschien ein anderer Bart und ein Schnurrbart dazu. Okay. Eine Weile fahren sie still. Es ist nur der Motor zu hören. Auf einmal sieht Peter eine sehr, sehr hübsche Frau, jedoch sehr bleich im Gesicht, und öffnet das Fenster. Gnädige Frau! Peter, was machst du da? Gnädige Frau, ich kann Sie irgendwo hinfahren. Ich habe einen Führerschein. Wo wollen Sie denn hin? Peter, du darfst nur die Leute in deinen Wagen lassen, die dich per App briefen. Wohin soll ich sie bringen? Peter, es gibt viele Fälle, in denen ein Taxifahrer ermordet wurde, weil er jemanden direkt von der Straße in sein Auto gelassen hat. Ah, nur zu der nächsten Bahnhaltestelle. Peter, ich habe durch meinen Server überall gesucht. Sie ist nirgendwo zu finden. Keine sozialen Medien, keine Einträge, bei den Taxis nichts. Da lief es Peter eiskalt den Rücken herunter. Er änderte seine Meinung, diese Frau fahren zu wollen. Doch plötzlich wurde ihm etwas klar. Alisa, ich wusste es. Es war alles gelogen. Du bist eifersüchtig. Ich hätte zu der Frau nett sein sollen und ich stattdessen wie ein totaler Idiot. Alisa, ich glaube, ich mache jetzt ohne dich weiter. Peter, warte. Doch Peter löschte die Alisa-Software, fuhr zurück zu der Frau und ließ sie ins Auto einsteigen. Am nächsten Morgen stiegen zwei Polizisten in das Auto, jeder mit einem belegten Brötchen in der Hand. Ist das mit den Zwiebeln? Ja, wieso? Ach Mann, ich hasse Zwiebeln. Oh, okay, werde ich mir merken. Also habt ihr irgendwas über den Kopf herausgefunden? Nö. Uns wurde nur gesagt, dass man das Auto gefunden hat, aber Körper hat man nicht mehr gefunden. Was wohl mit der Person passiert ist? Hat wohl einen Psychopath getroffen. Oder hat sich in der Stadt nicht ausgekannt. Oder hat eine Person einen Zwiebel gegessen, das war's. Die beiden verließen das Auto.